Am Samstag war es soweit. Ihr habt weltweit in der ausverkauften Kollerhalle in Zug getauft. Es war eine würdige Taufe. Das auf alle Fälle, ja. Wir sind immer noch sehr geflasht vom Ganzen. So. Und ja, meistens brauchst du so ein Zeitchen, um das Ganze zu verarbeiten. Also, das denke ich blöd, aber es ist wirklich amig. Es war wirklich ein stressiger Abend in dem Sinne. Also, so, erstmals liegt er mega viel dran. Es ist so wirklich so ein Herzensangelegenheitsding. So. Das haben wir aber jedes Mal gehabt, bei jeder Taufe. So, du kennst halt wirklich viele Leute auch vom Publikum. Und du hast schon Wochen vorher irgendwelche Mails bekommen mit «Wo könnten wir schlafen?» für den Leute von Bern, die kommen wollen. Also wirklich, du schaffst auch auf den Tag mega hin, oder? Und so. Dann ist es halt nachher im Nachhinein so, weißt du, unser Manager, der Digi, sagt halt, ja, nach dem Konzert, Jungs, du kannst noch unter Dusche, aber 10 Minuten bist du am Merchandise-Stand. Und dann bist du dort nochmal eine Stunde am Unterkribbeln und machen und so. Was ich ja gerne machst auch, oder? Aber irgendwann kennst du das Nest so und es sind so viele Eindrücke dann gewesen, irgendwie, dann braucht es ein bisschen Zeit so. Kannst du nicht einfach so verarbeiten? Ihr seid ja mit dem Album auf dem 3 gechartet, ist so mit das charttechnisch erfolgreichste Album von euch. Ist auch jetzt das speziellste zum Eintaufen oder ist das wie jedes Mal oder ist jetzt da einfach noch ein neues Level erreicht worden? Es ist schon einmal ein neues Level, glaube ich so. Und ich meine, wir versuchen wirklich jedes Mal einen draufzusetzen und ich glaube auch nicht so unsere Bandgeschichte retour anschaust so. Ich habe schon das Gefühl, so zumindest mit den letzten 3 Alben haben wir das sicher geschafft, jedes Mal wirklich einen draufzusetzen. Zwischendrin ist ja eigentlich noch die Möchtegang gekommen, mit dem haben wir es sicher, glaube ich, damals auch geschafft. Nochmal einfach alles halt nochmal ein bisschen grösser, nochmal ein bisschen geiler. Und das Mal ist halt schon einfach so, auch an der Taufe von der Show her, ist schon recht extrem gewesen. Wir haben halt einen Pyrotechniker dabei gehabt. Das heisst, wir haben zuerst mal mit Feuer können arbeiten. Wir haben Konfetti gehabt, die das Mal, weißt, per Timer gesteuert los sind. Wir haben den Fallvorhang gehabt. Ich musste müssen bedienen vor der Show, alle am Zittern, mach du, nein, mach du und so. Da hinten gestanden, voll nervös, hey, bitte geh da runter. Beim Soundcheck ist er nicht runter, weißt du. Nochmal umgesteckt alles und dann stehst du da und drückst. Es ist einfach schon, es ist wirklich, es ist crazy gewesen. So. Wir haben, glaube ich, auch nochmal, ich weiß nicht, 200, 300 Leute mehr gehabt, als wahrscheinlich vor 2 Jahren. So. Und ja, von dem her ist es sicher, glaube ich, schon so als Gesamtpaket, das ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich glaube, das Gesamtpaket ist schon einmal ein Level höher gewesen. Würde ich auch meinen. Aber das ist ja immer das Ziel, es muss ein Ziel sein, weißt? Ich will nicht nächstes Mal einen Plattentest machen, der weniger geil ist, da muss nochmal einer draufgesetzt werden. Oder? Du hast gerade gesagt, es muss ein Ziel sein, ist das auch, wenn ihr für so ein Album arbeitet, ein Ziel schlussendlich, gerade jetzt so eine, also du hast sogar mal gesagt, dass für dich das Schreiben nicht easy Freizeitbeschäftigung nicht. Cool ist, sondern es ist schon ein Hustlen. Ja, es ist einfach, also es ist wirklich so, der Anspruch ist wirklich so das letzte Toppen. Das ist so das Mindeste, was wir wollen. Wenn wir nicht das Gefühl haben, wir haben das geschafft, dann gibt es kein Album, ganz einfach. Und was ich wegen dem Schreiben gemeint habe, ist, weißt, ich vor einem Auto rum und freestyle ein bisschen vor mich hin und habe irgendwie so ein bisschen Flows und Sprüche im Kopf und so. Aber wenn es wirklich darum geht, einen Song fürs Album machen, so, dann zerfleisch ich den Scheiß 16er, den ich schreibe, über 3 Tage hinweg. So. Und der ist noch viel krasser, also er ist noch viel extremer. So. Ich schreibe normalerweise, wenn ein 16er kommt, habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Ziele geschrieben, wenn nicht mehr. Weißt, so. Immer, jedes Mal so. Das habe ich einfach damit gemeint. Das ist nicht. Du musst auch, ich meine, es kann nicht. Also ganz, es darf ja auch nicht einfach nur. Darum habe ich eben so auch. Also, es darf nicht einfach so. Eben, es ist nicht wie du gehst am Freitag Ping-Pong spielen. Ich meine, hallo, also, dann machst du nicht 10 Jahre. Ich meine, dann kannst weißt du, also, du willst halt, ja, wenn du halt, ich habe den Vergleich mit dem Fußball gebracht. Oder wenn du halt, ich meine, unser Ziel ist halt schon, Nazi anzuspielen. Weißt du, oder halt Champions League, wenn du so willst. Und dann, ich meine, dann trainierst du. Also, weißt du, und dann fightest und dann beißest. Du machst es schon gerne, aber dann gehst du rein, weißt du. Und dann ist Trainieren das Schreiben und schlussendlich der Match, ist dann das, dass du live auf der Bühne bist oder dass du live halt im Radio läufst? Nein, ich glaube, es ist immer ein Match. Es ist ein Match im Studio, es ist ein Match auf der Bühne. Natürlich, der Match wäre das Battle, wenn du so willst, wenn du jetzt ein Freestyler wärst. Aber bei uns ist das schwierig zu sagen. Match, ja, es gibt verschiedene Matches in dem Sinne. Aber es ist sicher auch etwas, wo man darauf herarbeitet. Ja, das ist ganz klar. Vor allem, weißt, und vor allem das Ding ist auch, ich glaube, das Live-Ding ist uns immer mega wichtig. Also es ist bei jedem, ich glaube jetzt ganz ehrlich, wenn ich ein Album mache und nicht live spiele mit dem, dann würde ich das Album nicht machen. Also, weil, es klingt blöd, aber ich meine, das ist mir mega wichtig. Ja, aber, dann lebt es so. Genau, weil dann merkst du auch die weißt, so, wenn dir auf Facebook jemand schreibt, hey, der neue Song ist mega geil, oder ein YouTube-Kommentar oder so. Ich meine, das ist nie das Gleiche, wenn du siehst, du bist am Konzert und hey, die haben es nicht oben und die Leute kommen nachher und weißt, haben das Strahlen in den Augen. Das ist etwas anderes. Im Internet, das bekommst du dann nur so mit über, ja,
lies es halt und es ist halt digital. Ist cool, oder? Aber ist halt nicht echt oder so. Es ist nie das Gleiche, oder? In dem Sinn. Mhm. Ich glaube, ihr habt euch auch so ein bisschen einen Traum erfüllt mit den Pyros, die du vorher angesprochen hast. Ich weiss noch, als gäbe es kein Morgen, auf dem Track, ab jetzt wird nicht mehr verhandelt, haben wir so in der Hook Pyromane. Nur so als Input gehabt. Das hat so ein Video werden damals. Ah ja? Das ist, ich glaube, auf dem Album der einzige Tune gewesen, den ich produziert habe. Ja. Und wir wollten ums Verrecken ein Video machen. Und wir hatten einen Pyro-Dude, der wirklich gezündet hätte. Und haben auch noch einen digitalen Bearbeiter gehabt. Ich meine, damals war eine andere Zeit, gell? Das war 2009. Gewesen. Ja. Technik war noch nicht so weit. Gewesen. Wir hatten wirklich so zwei spezielle Dudes, gehabt, die die Flamme zum einen wirklich zünden und zum anderen digital bearbeiten. Und dann ist der eine von denen hat irgendeinen Unfall oder irgendeinen Scheiß gehabt und wir das Video nicht können machen. Oh. Und dann haben wir mega kurzfristig auf den glücklich umdisponiert. Also, und das ist aber lustig, auch, das ist aber auch, ja. Und das ist aber auch mit dem Pyro-Zeug. Also, musst du vorstellen, wir haben ja schon bei den letzten Taufe und in den letzten Konzerten allgemein viel so, so Effekte, sage ich mal, gehabt. Also, wenn alles Mögliche schon gehabt, weißt du, von wegen Nebel, Rauchmaschine, CO2. Schnee, künstlicher Schnee. Also, wenn du immer so Zeugs verblasen. Alles Mögliche, alles Mögliche. Ich meine, die Konfetti-Bombe haben wir, glaube ich, schon vor 6-7 Jahren sie mal auf der Bühne gehabt. Mittlerweile hat ja jeder Wurst auf der Bühne. So. Und das Coole ist aber auch der halt jetzt die ganze Sache gemanagt hat. So. Das ist mittlerweile wirklich ein guter Freund geworden, oder? Und ich gehe dann mit zu dem, ich besuche den und dann schauen wir zusammen an, was wir machen können und so. Und er hat das auch einfach gemacht, weil er uns geil in sich findet und weil er schätzt, was wir machen, oder? Ich meine, wir haben ein paar hundert Franken, wirklich, aber nicht, weißt du, nicht, es sind nicht 1000 oder 2000 Stutz, nie. Oder? Und ich meine, für das Material, das wir dort hatten, ich weiß nicht, es wären 4-5 Tonnen gewesen, wahrscheinlich, oder? Der hat das gemacht, weil es fühlt so und das ist natürlich ure geil, oder? Und das Feuer haben wir eben auch, das ist, von dem her ist das Feuer mega geil, weil für dass du Stage Flame kannst überhaupt machen, musst du eine Raumhöhe irgendwie von 5 Metern. Kolleral 5,20. Und es ist genau gegangen so. Das war auch wieder ein riesen Hassel mit Behörden. Du hast 20-seitig so ein Ding müssen ausfüllen. Du musst 200 Stutz zahlen, nur zum Einreichen. Weißt du, einfach so Zeug, das kann immer abgelehnt werden. Und so. Also, es war ein mega Planungsding. Und so, aber es ist halt einfach alles schon geil. Organisatorisch ist es halt, das unterschätzt man mega. Aber ich meine, wir betreiben für einen so einen Abend einen Aufwand, wo halt einfach immens ist. So wirklich. Ja, sicher organisatorisch. Und wenn du auf der Bühne bist und so heiß wird, ist das nicht gut, das spürst du schon, aber das ist eben auch krass. Der Tauf ist das wirklich im Fall so, dass das wirklich so. Das Spielen ist so das Kleinste am Ganzen. Es klingt voll blöd. Ja, du hoffst, dass alle anderen Sachen klappen. Eben der Vorhang. Geht dir aber bitte. Wir sind hinter dem Vorhang, das zweite, und dann draussen sind die Leute im Schnee. Und wir schauen dann an, wer drückt hier drauf. Mensch, das klappt, weißt du. Den ganzen Tag nur so, kommen da alle, ist der Gast rum, weißt, haben wir alles, was wir brauchen. Das sind tausend Sachen und du verhängst sowieso irgendwelche Sachen. Also an dem Abend bist du wirklich fast mehr Organisator als Rapper in dem Sinn. Ja. Darum feiern, also Taufe ist natürlich mega am Herzen, aber darum feiern wir es jetzt auch, nächstes Weekend. Freitag auf Winterthur, Samstag auf Chur, voll wieder. Dort kannst du auch wirklich den Gast essen, saufen, fressen, rappen und gehst wieder. Das ist halt schon geil. Der hat auch saufen vor dem Auftritt. Ja, jetzt ist es gut gelaufen, immer, dann gibt es ein Gläschen mehr, weißt du? Ihr habt gesagt, ihr könnt sehr viel organisieren. Was ihr das mal organisiert habt, ist auch Flügel auf die Bühne zu holen. Mhm. Ist natürlich mega emotional gewesen. Es hat sogar Leute im Publikum gesagt, hey, du kannst doch schon heulen. Ist das wirklich so gewesen? Bei vielen nicht. Ja, Kandro ist am Heulen. Er hat gebrüllt, ich schwöre es. Ihr seid so dort gekommen, ihr seid so dort hergekommen. Leute haben das auch nicht gesagt. Nein, das stimmt nicht. Aber weißt du was? Aber das war nicht gewesen, das nimmt mich wunder. Ja, sicher. Fall, oh, Heartbreaker. Nein, so ein Scheiß. Aber weißt du, was wirklich stimmt? Und das ist kein Witz. Wir haben ja die Fühlen nicht, den Track unter anderem, haben wir ja an diesen Wohnzimmer-Konzerten gespielt. Ja. Wir haben so 3 Konzerte gespielt, wo wir wirklich in Wohnzimmer heim sind, nur mit Gitarre und Cajon. Und beim Fühlen nicht, hat, ich glaube, jedes Mal jemand brüllt. Wirklich. Aber von den Leuten. Nein, nie. Von den Leuten. Aber das ist eben noch krasser im Wohnzimmer, hast du kein Mikrofon und nichts. Und dann bist du wirklich so, face to face. Und ich meine, ich habe auch gewusst, der Track ist uhure emotional und er ist recht brutal. Aber wenn du wirklich dort hockst und du hast echt so Leute, so einen Meter Abstand und rappst denen so ins Gesicht rein, wie krass du es verkackt hast und so. Und dann merkst du, hey, man, es ist wirklich heftig. Es ist wirklich heftig. Aber wer hat denn das gesagt? Das nicht? Hast du nicht ein Picture gemacht oder so? Sind sie gut? Das waren schon easy gewesen. Also es waren viele easy Frauen dort. Ja, mal. Also wenn du es wieder siehst, kannst du sagen, ich hätte es nicht gehört. Es war eine Träne. Aber trotzdem, was ich eigentlich damit fragen wollte, ist, fühle nichts. So hart, so grau, so
emotionslos, mhm, und trotzdem hat man ja dort Emotionen gespürt. Das ist auch für euch ein Moment, wo ihr etwas fühlt. Ja, logisch. Es ist eine mega emotionale Nummer. Mhm. Das ist aber ja schon... Ja, ich meine, das Fühlen ist natürlich so... Das beschreibt wirklich eine Zeit und vielleicht... Meistens ist es, ja, ist es vor allem ein Moment, wo dir das vielleicht bewusst wird, dass du einfach nichts fühlst. Aber es ist natürlich trotzdem, die ganze Geschichte dahinter ist extrem emotional. Also das ist klar so. Das ist aber halt auch wieder, weil es halt einfach echt ist. Also ich meine, was gerappt wird, ist halt einfach wahr. Aber es ist ja gleich, weißt du, schlussendlich auf der Bühne nachher an einer Platte darf, ich meine, bist du... Also du musst dir das nicht vorstellen, ich habe nicht jetzt irgendwie plötzlich ein Herzrasen bekommen, wenn der Song kommt. Also, sondern du bist im Kopf mit so tausend Sachen, ja, beschäftigt. Also, du gehst mit und du weißt, was du machst, aber ich meine, in dem Moment konzentrierst du dich auf das, was du eigentlich machst. Also, darf, also ja, jetzt bei mir. Also, ist jetzt, es ist also, damit zu tun, dass wir jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal oder so gespielt haben. Ja. Beim Unplugged, muss ich wirklich sagen, das hat es mir einmal wirklich schier genommen. So. Einfach weil es zu viel wurde, ist so. Aber es hat damit zu tun, dass du es noch nicht so kennst. Eben, und wirklich, ich glaub, dann siehst du, wirklich, schau dich an und brüllen so und du bist da. Und dort ist mir wirklich, beim einen vor allem so, ist es mir wirklich fast zu viel geworden. So, und ich glaube natürlich, für die Leute ist es vielleicht auch noch speziell gewesen, weil die meisten Leute haben den Song in dieser Version nicht gekannt. Ja. Oder es ist ja wirklich mit Gitarre gewesen. Es ist nicht, weißt du, ich meine, es ist wahrscheinlich nochmal anders gewesen. Vorher sind die Banger Beats und so und dann ist die Stimmung so gerade halt... Ich glaube, das hat halt, vielleicht auch noch etwas ausgemacht. Ja, es ist halt noch so ein bisschen ehrlicher. Ja. Also weißt du, weil es ist ja noch ein nackter. Es ist ja wirklich nur noch ja, Stimmung, Gitarre und ein bisschen Rhythmik so. Ich glaube, es ist schon noch ein bisschen ehrlicher, wenn du so willst. Mhm. Nacktheit hat auch eine Rolle gespielt bei darauf folgenden Tracks. Zum Beispiel haben wir Cheerleader auf der, auf der Bühne gehabt. Yeah. Ihr habt eh mega viel Pott, also der Hans und der Alfred. Alfons. Die Geister, oder? Sind auf die Bühne gekommen, das sind die zwei vom Videoclip von Du bist ein Telly. Yeah, genau. Mega krass. Und nachher kommt einfach der Serial von Jungen Wild. Wie ist das geil? Also, das ist eine geile Geschichte. So, ich habe den Serial, glaube ich, zweimal getroffen. So. Und ich schreibe seit 3 Jahren schreibe ich mit dem Typ. So. Der Serial feiert uns eben. Sie haben ihn zweimal. Und er hat schon vor 2 Jahren sollen kommen. Mhm. Wo wir den Vorhang auf ja damals gebracht haben. So. Und ist dann aber nicht gekommen. Und ich wollte unbedingt einfach wieder versuchen. Wir wollten einmal einmal für ein Video. So. Und dann sind aber nicht bei uns nicht ganz so alle so einverstanden gewesen. Er hat es gemacht. So. Auf jeden Fall habe ich ihm halt hoch und heilig versprochen, hey Mann, ich verarsche dich nicht. Mhm. Weißt, es geht mir nicht darum, dich auf die Bühne zu holen, damit die Leute dich auslachen. Sondern ich will wirklich, also... Wir feiern dich, weißt du, wir finden dich voll funny und ja, und... Wir wollen so, dass du, wir wollen so Message so, du bist ein Telly und gehörst zu uns. Und nicht so, wir lachen jetzt alle mal über den Trottel, weißt du. Und ich glaube, das hat er mir dann irgendwann wirklich so abgekauft, eben, weil wir uns halt auch schon 1-2 Mal getroffen haben. So. Und dann hat er gefunden, ja, und er hat nicht mehr von der Bühne wollen. Ja, er hat nicht mehr angehen. Er hat mir so am Zähne gesagt, ich glaube, der Syrien kommt heute wirklich so. Er hat es ein paar Mal gesagt, oder? Und dann ist er nie gekommen. Und dann laufe ich im Backstage, also oben und unten im Backstage, dann laufe ich runter oder so. Und dann sehe ich den Syrien dort drin. Hey, ich kann nicht mehr vor Grönen. Zuerst hat er gesagt, hey, du bist doch der, der mich immer disst, dann hat mir meine Kollegen erzählt. Dann weisst du, ich schon so, nein, ich fühle dich voll, schön verstanden. So. Oder Clap gemacht, alles gut. Und so. Und dann hat er im Backstage in einer Autogrammkarte also liegen geblieben irgendwie. Oder vielleicht haben sie verdeckt, ich weiß nicht. Auf seiner Auto, er hat eine eigene Autogrammkarte. Und er sieht seine Fiege wie ein Grill. Und er steht unter der Achtung, er ran an die Möpfe. Wie geil ist das, Mann? Oh, Scheiße. Ich habe so meine Gröhle. Ja, er ist wirklich King. So. Er ist King. Das ist crazy. Und der Alfred und der Alfons und der Hans sind halt auch. Ich meine, das war so auch voll geil. Gewesen. Die haben ja, schon beim Video erst gemerkt, dass die voll mitmachen. Ich meine, die sind auch um die 70 rum, oder? Die sind halt die und Theater gespielt. Voll geil. Also. Und dann geschrieben, sie werden so. Für das Wochenende so wieder so. Ja, so, Mann, den Oberarm und so. Der hat den Arschshake gemacht vorhin und so. Voll geil gewesen, ja, wirklich. Und dann weißt du, so Finger an und so. Ja, voll geil. Ja, das ist crazy. Was auch mega gerissen hat, ist natürlich, wo Möchtegang reingekommen ist. Mhm. Also all die anderen Members. Es ist mega laut geworden. Dort hat natürlich sich der ein oder andere Fan zurückerinnert an 1. April und an den Post, den ihr auf Facebook gemacht habt, mit den grossen Openairs. Mhm. Was für Argumente haben Tellys oder was für Argumente hat Möchtegang, dass sie bei den grossen Openairs in Zukunft auftreten? Ja, ich meine, am Ende des Tages ist Musik immer Geschmackssache. Aber gerade wenn man von so Sachen ja redet, so, muss man ja irgendwie versuchen, die Sachen ein bisschen objektiv zu begründen. Mhm. Weil, ich meine, sonst buchst du halt einfach auf Weg, ob du Bock hast. Und ja, ich glaube, wenn du einfach so faktisch ein bisschen schaust, Chartplatzierungen, Taufen, Touren, ich weiß doch nicht, was man alles objektiv irgendwie kann messen kann. Glaube ich jetzt, gerade bei uns zum Beispiel, wir hätten schon im 13. mit dem «Wir machen es», ich sage nicht, wir hätten müssen spielen, aber wir hätten es sicher verdient gehabt, es wäre sicher okay gewesen, so, wenn man uns dort gebucht hätte. P&S genauso.
Im 14. ist das gleiche mit dem Möchtegern. Ja. Jetzt im 15. mit dem neuen Album auf dem 3 wieder so, wenn du unsere Taufe jetzt siehst und so. Ich meine, viele mich können wir wie nicht reissen. Mhm. Und wir reden ja nicht nur von einem, sondern faktisch reden wir ja wirklich von mindestens 3. Also von allen grossen. So. In dem Sinne, ja. Frauenfeld. Frauenfeld, Royal, Touch die mindestens mal so. Von Gurten und all dem Zeug, wenn wir gar nicht reden, die buchen einfach meistens halt Locals. Das ist irgendwie klar. Und das aber über mindestens 3 Jahre, sprich sind es dann halt irgendwie oft mal 9 Events, weißt du, wo man wirklich mal ehrlich ist so. Und wenn halt einfach erzählst von der ganzen Gang, ist niemand irgendwann von anderen Lager. Ist halt, keine Ahnung, jedes Jahr sind so 2 oder 3 vertreten. Das sind halt Politics. Das sind wirklich Politics. Und ich glaube aber auch der 1. April-Scherz war in dem Sinne gut gewesen, weil es waren mega viele Leute, glaube ich, nachher auch so ein bisschen schade, weil viele haben es geglaubt, oder? Mhm. Und, aber ich glaube, es war ein gutes Jahr, gewesen, mal darauf aufmerksam zu machen, so, vielleicht, hey, wir wären im Plenum da, weißt du. Oder, und vor allem, es ist eben auch noch wichtig, dass die Leute das mal draussen checken, oder so. Es ist ja nicht so, weißt du, wir bekommen so viele Nachrichten, hey, warum spielen die nicht in Bern? Oder warum spielen die nicht, weißt du, wir wollen nicht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wollen, weißt du, das, ist, das Problem aller, ist andersrum. Das Allertraurigste ist so, wenn du dann am Frauenfeld bist, weißt du, ich bin ja eigentlich jedes Jahr dort, so. Und dann laufst du irgendwie über den Platz und alle 5 Meter, ey, wo sind wir, wann und so. Und dann schießt du, nein, Mann, wir sind wieder nicht da, Mann. Irgendwann schießt es dich einfach an. Und ist das Schlimmste daran, oder das, was einem den grössten Anschiss gibt, das, dass man wie nicht weiss, was machen. Also es ist so eine Ohnmacht. Ja, der Punkt aber ist weißt, so, nein, ganz ehrlich, ich sage so, wir haben das mit den Möchtegängen, die Jungs, die alle mega besprochen haben. Aber ich glaube, in dem Sinn, du kannst das Gefühl haben, du kannst machen, was willst, es klappt sowieso nicht, weißt du, ich meine. Könnte man das Gefühl haben, wenn man uns ist, so teilweise. Aber in dem Sinn, wieso, wir machen unsere Sachen, aber ich glaube, ich mache die Sachen so, wie ich sie für richtig empfinde. Und ich will mich sicher nicht anfangen verstellen oder etwas anderes machen, weil ich habe das Gefühl, das, was ich mache, mache ich schon das richtig. Das weißt, nicht. Das ist eher, also. Der Punkt ist eher so der bei all diesen Sachen. Oder wenn du das Gefühl hast, so irgendetwas stimmt nicht, dann hast du so zwei Varianten. Entweder bist du ruhig und akzeptierst so. Und das haben wir eigentlich ja immer gemacht. Also ja, ganz, ich meine, es ist ja nie irgendwo beschwert. So. Mhm. Und ich meine, wir haben uns auch jetzt nicht beschwert. Jetzt hat das Maggot beispielsweise wieder einen Post gemacht, warum wir nie spielen und so. Und ich meine, so irgendwann musst du halt einfach sagen, wenn du nie etwas sagst und sich nie etwas ändert, irgendwann so, musst du halt vielleicht auch mal auf den Tisch hauen, oder? Und der Punkt ist, auf den Tisch hauen können wir gar nicht. Wir können ja höchstens im Netz irgendwo einen Post machen. Also, das ist dir ein Scheiß, weißt du, ich meine, das ist denen kackegal. Und ich finde auch, wieso beschweren ist eh nicht unsere Art. Ich meine, wir machen weiter so, scheißegal. Irgendwann kommen wir jetzt nicht mehr um uns herum. Sagen wir immer, das ist so unsere Motivation. Und das Einzige, was halt schon teilweise ein bisschen halt abfuckt, das eine, was halt ein bisschen anschießt, ist, dass immer die gleichen Leute sind. Ich meine, das wirf ich ja nicht denen vor. Also, wir würden ja auch gehen. Weißt du, das ist eher einfach Systemkritik, wenn du so willst. Und das andere, was halt teilweise schon ein bisschen abfuckt, ist, wenn du teilweise halt siehst, so in den letzten Jahren hat es auch verschiedenste Open Airs dann Acts gehabt, die wirklich zum Teil noch nicht mal etwas released haben und so. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, das ist schon, ich meine wirklich so, ich mag das denen gönnen, das, und ich finde auch so gönnt, weißt du, so, auf alle Fälle so, nutze die Chance. So, aber es ist halt nirgendwo, dort wird es ein bisschen, kriegt man schon ein bitteren Beigeschmack. So. Muss ich schon ehrlich sagen. So. Aber eben, so, weißt du, also, don't hate the player, hate the game. Also wirklich, der, am Ende der, Tag, der spielt dort, hey cool, und die können alle etwas, weißt du. Ja, und die, also, gefragt werden, gönnen, das ist ja wirklich so, logisch, weißt du, so, klar, so ehrlich muss man ja sein, man, wir gehen ja auch, wenn sie uns fragen. Also ich würde niemandem vorwerfen, du spielst schon wieder dort, Mann. Du bist behindert, wieso gehst du schon wieder? Ja klar, also es hat nicht mit diesen Ex-Team, sondern wirklich mit... Es hat auch nichts mit den Bookers zu tun, so, weil ich meine, die Bookers pushen ihre Jungs, ist logisch so. Also weißt du, was ich meine? Wenn ich einen Artist vertrete und ich habe einen Slot, so, ich pushe doch meinen Jungen dort rein, Mann. Das ist ja auch logisch. So, im Endeffekt ist ja eher so gefragt, das müsste schon von Veranstalterseite her so kommen. Die geben einen Fick drauf, dann ist es doch egal. Also, ist einfach wirklich so. Um noch wieder zurück auf Kollerhalle zu kommen. Kollerhalle in Zug. Und der meistgenannte, oder so wie ich es vernommen habe, der meistgerufte Song war «Meine Stadt», so aus dem Publikum. Und ihr habt dann den performt und das Publikum ist durchgedreht. Ich habe jetzt gedacht, es ist mehrheitlich ein Zuger Publikum. Stimmt das ungefähr? Ich glaube, im Fall, das ist sehr durchmischt. Ist sehr durchmischt. Wie habt ihr sonst so die Erfahrung gemacht mit ihr? Ihr seid ja Zug eigentlich nicht sehr gut dastehen in diesem Track. Mhm. Aber jetzt Zuger Rap-Publikum. Ihr ja als Zuger. Als Vorzeigezuger sozusagen, was den Rap anbelangt. Also wie das Zuger Publikum ist? Ja, wie erfahren ihr das? Also ich kann Zuger Publikum, wie sind denn Zuger Leute? So. Wie wir das Zuger Crowd empfinden. So. Ja, ich meine, also... Ich glaube, halt, Zug gibt es nicht eine wahnsinnig grosse Rap-Szene an Fans. Weißt du, wenn wir jetzt
auf Winterthur gehen am Freitag, dann hat das wahrscheinlich 300 Leute, keine Ahnung, plus minus so. Und das sind Szenenleute, ich meine, die sind einfach Rap-Fan und die finden, die feiern uns, die feiern aber auch viel anders und so, weißt? Das gibt es in Zug fast gar nicht, wenn, du, wenn ich da wie so anderen Konzert bin hier, das finde ich halt schade. Aber ich meine trotzdem so, also wir sind Zug so und ich meine, es sind ja Kollegen von uns. Also. Es ist ja geil, aber ich glaube schon, ganz ehrlich, mittlerweile, wir haben auch in Zug eine Fanbase, die teilweise wirklich sonst überhaupt kein Rap los, gell? Ja. Oder auch, weißt du, wirklich nicht grosse Ahnung hat. Also im Sinne von, die feiern unser Album, einfach weil es uns irgendwie vor 10 Jahren oder einfach, wenn man sich halt lang kennt und die holen sich alles von uns und so und sind am Start und möchten lernen und gehen ab. Also, aber ich glaube, das kannst du nachher nicht darauf schliessen. Die weißt, kein so, anderes genau, ich glaube nicht, dass die jetzt zwei Wochen, wenn in der also, Industrie oder in der Galvanik oder irgendwo sonst ein Rap-Ballast ist von Zuger, meine grössten Bedenken hätten die auftauchen. Ja. Der Punkt ist ja der, wenn also, du vorne anfährst, wenn du ja so das komische, den komischen Laufsteg baut, wenn du willst. Wenn du von vorne anfängst und hinterher gehst, nach hinten hat es immer mehr Zucker. Also die Leute, so die ein bisschen die, weißt, Kultur, Leute. Ja, die kommen und ich komme mal schauen, weißt du. So. Ja, aber die Leute, die wirklich schicken und so, die sind vorne, von Basel, von Chur, von Bern, von Glarus, von überall, oder so. Das ist halt schon crazy. So. Das hat ja vielleicht auch damit zu tun mit der Gentrifizierung, die halt stattfindet. In Zug. Ja. Wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich meine, ganz ehrlich, so auch am Zuger Shorty, der jetzt 15 ist, so kannst du ja wie nicht vorwerfen, dass er das nicht kennt. Nein. Es ist einfach gar nicht da. So. Wir sind früher jedes Weekend in Galvanik gerannt, ohne überlegen. Wir haben gar nicht gewusst, was läuft. Und dann ist halt Reggae gekommen und dann ist halt Rap gekommen, was auch immer so. Und ich meine, jetzt es läuft einfach. Das ist schwierig, oder? Es ist wirklich schwierig. Mega viele junge Kids da kommen da zu uns und sagen so, ja, deine Plattentaufe war mein erstes Konzert. Und da findest du ja voll geil, aber ja, was hast du denn sonst noch so gesehen? Ja, seither nie mehr, weißt du so. Und ich kann es verstehen. Ich meine, wir gehen all die Taufen schauen von der Zuckerkünstlerin. Ich kann das immer eben, wir gehen immer, weißt du, wirklich immer. Immer. Aber es ist erstens mal verdammt wenig. Es gibt ja wirklich einfach relativ wenig. Wenig so. Ja. Und zweitens merkt man halt meistens auch so, wenn halt etwas ist, dass halt meistens halt nicht mega viele Leute kommen, oder? Das ist halt einfach ein bisschen schade. Also, aber es ist ja schwierig. Ich meine, ganz ehrlich, Zug ist ein schwieriges Pflaster, auch für auswärtige Bands. Ohne Scheiße, es ist nicht so. Ich habe schon viele grosse Namen da gesehen und es hat keine Leute. Das kann man ja wirklich ehrlich sagen, so, dass das Album jetzt von uns beispielsweise ist auf Platz 3 gelandet. Und wir haben die Taufe in der Kollerhalle mit geschätzten 800 Leuten, 800, 900 so irgendwas wird es gewesen sein. Ich meine, das ist crazy, aber man muss trotzdem sagen, wenn ein Album von einem Berner Act auf Platz 3 geht, die füllen das Bier über die zweimal nacheinander. Das sind 2000 Leute oder 2,5, weißt du so. Einfach weil es Bern ist. Ich war in Bern an Taufen, Dachstock ausverkauft von Acts, die nicht mal gechartet sind. Also weißt du so, mehr als einmal. Ja, das ist schon ein anderer Support. Also weißt du, ich meine, dass wir so, zum so auch die anderen in Schutz nehmen, die vielleicht halt eben dann mal nicht so viele Leute haben. Der Zug ist fucking schwierig. Also ich bin überzeugt, so an anderen Orten hätten die auch 500, 600. Ja, das kann sein. Aber ich glaube auch, das ist etwas, wo Potenzial hat, dass sich das in Zukunft bessert. Ihr macht ja auch sehr viel dazu. Also dafür, ich sage jetzt gerade, dass ihr einen Vibello drauf habt, als einziges Feature neben dem Möchtegang. Ja, das könnte man eigentlich gerade als Frage stellen. Wie kommt es dazu, dass man einen Vibello auf so ein Album nimmt, wo praktisch kein Output hat? Ja gut, ich meine, jetzt hat er es geschaut, man muss das auch, also ich meine, wir haben ihm jetzt die, ich glaube, für ihn ist das schon eine Chance, muss man schon so sehen, oder? Und wir haben den Song gehabt, das Thema gehabt, und denkt, das ist geil, es passt zum Song noch, weißt du, er ist einfach da, der Aurel ist eh klar, es ist einfach da, es ist noch eine andere Generation, nochmal einfach 2-3 Jahre jünger als du bist, oder? Wo auch noch drauf ist, dann. Aurel ist 2-3 Jahre jünger. Nein, ich meine, der Weibel jetzt, 2-3 Jahre jünger, oder? Und dann haben wir so wie, es hat einfach gepasst zum Song, oder? Und alles. Aber ich glaube jetzt gleich so, was er dann mit dem macht, ist die andere Frage, oder? Mhm. Also weißt du, ich glaube jetzt, wenn jetzt einfach 2-3 Jahre neu kommt von ihm und wir kommen wieder mit irgendetwas und so, oder? Dann weiß ich nicht, also so, es klingt jetzt super blöd, aber dann wir haben die Chance immer Zucker gegeben, verstehe mich nicht falsch. Wir haben auf jedem Album irgendeinen jungen Zucker drauf gehabt, oder? Und die meisten haben nachher einfach nichts gemacht. Und dann irgendwann, weißt du, ich ziehe nicht Leute mit, wo ich merke, sie machen nichts in dem Sinn, oder? Nein, aber er hat ja viel gemacht. Ja, er hat natürlich aus der Freestyle-Szene natürlich bewusst eine bewusste Entscheidung draufzunehmen. Ja. Sicher, klar. Absolut. Wir wollen ihn supporten. So ja, logisch. So, das ist nicht irgendeine Session oder so. Ja, nein, logisch. Der Track ist fix fertig gestanden und dann haben wir gefunden, Weibel, komm, wir wollen dich da noch im dritten Part. Ja. Weißt du. Das ist bewusst. Und ich meine, es soll ja ihm auch die Chance geben. Ich meine, jetzt hat er 2-3 Konzerte mit uns können spielen, die sicher für ihn so, weißt du, ja, Big Time cool, sind. Ja. So. Und das ist ja geil, Mann. So soll es sein. Uns hat die Chance nie gegeben. Mhm. Es hat schon viel mit dem zu tun. Wir haben uns das Publikum selber müssen erarbeiten. Darum haben wir wahrscheinlich auch 10 Jahre gebraucht. Ja. Also ich will nicht sagen, es wäre anders gewesen, aber ich meine, wenn du bei der Gang schaust, das ist ein No-Hate, wirklich. Aber
Es hat zum Beispiel eine Band, die ist halt mega früh in den ganzen Bauerskuchen reingekommen und kreuz und quer durch die Schweiz, mit weißt du? Mit auf Tour gehen und so. Hat alles abgerissen, ja, mit denen, weißt du? Ja. Also, man weiss nicht. Heisst das so ein bisschen, ihr bildet ihn zu eurem Nachfolger? Nein, völlig nicht. Das ist ihm überlassen, weißt du, was ich meine? Was er daraus macht, ist sein Ding. Ja, so. Ja, eben, er muss einfach etwas machen. Das ist absolut ihm. Ich meine, er weiss, dass unsere Türen immer offen sind, so, aber ich meine, das ist, ich kann niemanden zwingen, etwas zu machen. Ich meine, ganz ehrlich, schlussendlich ist es ist reine Motivation und der Wille. Talent hat er, das ist gar keine Frage, das wissen wir alle. Aber jetzt liegt es ein bisschen an ihm auch, was er will, oder? Ich finde auch, find auch mega sein, wichtig, dass er sein eigenes Ding macht. Ja, das muss nicht heute sein. Wir haben früher in der Vergangenheit vielleicht teilweise, wenn wir so ein bisschen Leute pushen wollen, es war teilweise vielleicht fast ein bisschen zu Fratelli gewesen, weißt, vom Sound und vor allem und so, oder? Und ich finde es deshalb voll sein Ding. Ich glaube aber, dass er das bei ihm, er ganz anders als mir. Und ja, das finde ich geil. Das ist wirklich etwas anderes. Aber das finde ich geil. Also ich gut, find das ja, und er ist auch ein mega guter Live-Rapper. Ja, sicher. Das sowieso. Sicher. Sowieso. Dann war das Konzert dann irgendwann zu Ende gewesen. Und ja, nachher gibt es doch viele Leute, die sagen, wow, mega geil gewesen, ja, super gewesen. Also ich kann mir vorstellen, es ist vorwiegend positive Resonanz auf euch zugekommen. Gibt es aber auch vereinzelt Kritiker, die ihr voll drauf hört, oder ist das wirklich nur... Unser Vater hat geile Kritik. Unser Vater hat immer die ersten Comments. Der hat so gefunden, schau, jetzt ist mir alles klar. Jetzt habe ich es gecheckt. Er hat so gesagt, die Leute, die kommen nicht wegen euch im Gebrabbel. Die kommen nur wegen euch einen sexy Moves. Also im Sinne, hat er gesagt, immer so. Und ihr hat gesagt, bist du wirklich nur recht schnell gewesen? Hey, oh Scheiße! Der nimmt das auch mit voll auseinander. Aber der hat so das Album rein, also fix fertig, nach zwei Jahren. Ich meine, der weiss, was alles dahinter steht. Dann lässt er drei Sekunden und sagt, weich gespülte Pussy Scheiße. Dann lässt er den zweiten sagen, wo ist der Bass? Wo ist der Bass? Also lassen wir dann auf das oder nehmen wir das? Nein, sicher nicht. Der verarscht uns ja nur. Der verarscht uns schon, aber. Nein, aber der verarscht uns komplett. Und kritische Stimmen, weißt du, ich meine, also es ist jetzt niemand. Ich meine, nach dem Konzert wirklich sind, also ich glaube, es sind ziemlich alle überwältigend gewesen und haben es wirklich. Ich kann eigentlich nur aber wir sind halt gegenseitig. Aber wir gegenseitig, weißt du, wir haben am nächsten Tag gemerkt, zweite Song, der Doppelt, ist nicht so. Wir kommen gerade ab. Und das, sogar das. Sogar schon gerade ja, nachher. Wir sind gerade schon. Zum Teil sind wir schon on stage, wirklich so. Ja, hey, Alter, genau, Mann, die drei Ziele, Alter. Oh. Nicht schon wieder, weißt du? Und das ist halt so. Das ist aber auch wichtig so. Das hat viel damit zu tun, dass wir Brüder sind. So. Weil ab der Bühne gehen und finden, es ist geil. Alles perfekt. Ich meine, was willst du denn? Darum nehmen wir alles auf, darum filmen wir alles. Wir ziehen uns das wirklich rein. Und weißt du, das Ding ist ja wieso, ich meine, du verhängst immer Sachen. Und die meisten Fehler, die passieren, sind ja irgendwie, da verhängt einer den Einsatz ein bisschen, da ist ein Double nicht ganz und so. Das ist immer so, das ist scheißegal. Aber es geht mehr darum, dass man vielleicht wirklich nachher mal merkt, so, der Song da ist einfach jetzt wirklich schon zum zweiten Mal nicht so dope. Ja, oder weißt du, noch spielen, genau, oder ist er am richtigen Ort gekommen, hätte man jetzt alleine nachher das Zeug überlegen müssen. Du hast so Sachen im Gefühl, weißt du, aber zum Teil hilft es dir wieso, am nächsten Tag das nochmal mit ein bisschen Abstand anzuschauen oder so. Und ja, meistens, wenn so drei, vier Sachen zusammenkommen, dann entscheidest du dann irgendwann mal. Ja. Jetzt habt ihr vorher erzählt, ihr habt so die Unplugged Wohnzimmer-Gigs gehabt. Mhm. Jetzt kommen dann, ist Plattentaufe gekommen, jetzt kommen dann Club-Tour, Club-Konzert. Und nachher habe ich gehört, kommt noch etwas mit einer Band. Ist das korrekt? Das ist geplant auf alle Fälle, Also mit einer Liveband? Genau, wir werden ab Sommer mit Band spielen. Für mich hauptsächlich. Ich meine, jetzt schon eben die Unplugged Sessions sind ja schon mit Gitarristen und mit so Cajons. Wir haben viel, wir kennen die Leute auch schon. Die ganze letzte Tour von uns ist mit einem Live-Drummer. So. Also es ist mehr so einfach. Ja, wir werden sicher mal... ab Sommer werden wir 5, 6, 7 mal schauen, was sich ergibt. Genau, oder? Und dann mit Welt-Austracks. Ja, auch älteres Zeug natürlich. Okay. So ähnlich wie jetzt an einer Taufe. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich wiederum so, oder? Du fährst an, du hast vielleicht so 10 Tunes, wo du das Gefühl hast, die müssen wir probieren. Mhm. So. Aber das ist wirklich wieder so. Was cool ist cool und wie gespielt. Und was halt nicht funktioniert, du raus. Und das ist mir völlig schmerzfrei. Ja, das ist mittlerweile also, geil. Wenn wir einen Vorhang auf nicht anbekommen, dann spielen wir den nicht. Fertig. So. Mhm. Das ist mittlerweile geil, wenn wir Alben machen. So, weißt, früher war es immer wichtig, dass die Tracks mit live funktionieren. Mittlerweile ist es so beruhigend zu wissen, so ganz ehrlich. Ich meine, wir haben so ein Repertoire, weißt du, wir müssen gar nicht mehr Alben machen, können wir eigentlich eh, was wir wollen. Wenn halt nur das ist zum Beispiel auch, es ist zum Beispiel ganz früher, hast du oft so gehört, dass so Jungs dir gesagt haben, wenn ihr ein Video macht, überlegt euch wirklich so, weißt du, kannst du das live nachher spielen? Weil es ist halt schon geil, wenn du ein Video machst, das war ja früher auch sehr teuer, das ist ja kein Vergleich zu heute so. Das, wenn du dann das machst, so, ist halt schon geil, wenn der Tune auch noch in 5 Jahren spielen kann. Und das haben wir uns am Anfang recht oft überlegt. Ja, mit dem ist es scheissegal, wenn man nie genug Songs so leid. Also weißt du, was ich meine?
die live funktionieren. Ja, es gibt Songs, die man gar nicht könnt, live eigentlich praktisch spielen. Zum Beispiel «Lichter an, Lichter aus» haben wir Parts, weißt, wo wirklich Glöckli, da kommt alle 5 Sekunden, du spürst nicht den Takt, du kannst es nicht. Du müsstest mit mir nehmen oder irgendwelche Hi-Hats hinein tun oder irgendwelche rhythmisierenden Sachen. So. Dann sagen wir, hey komm, der Song ist mega geil, aber dann mache ich halt den schnell Part a cappella, lassen wir den Song gleich ziehen, egal, weißt du. Also es ist cool, das befreit mega, dass du weißt, ich muss keine Songs mehr machen, die man live unbedingt muss. Ja, ich meine, nach 5 Alben und Möchtegang-Album und EP so und Mixtapes, also, ja. 2 und weißt doch nicht mehr, irgendwann hast du 200 Songs und dann bist du kannst so easy auswählen. So. Voll relaxed, wirklich. Darf ich schon fragen, sind ihr schon jetzt an neuen Projekten dran? Abseits vom Live-Geschäft? Noch nicht wirklich im Geist, da sind wir bereits natürlich wieder am Spammen, so, das ist klar. Aber wir wissen schon ungefähr, was der Plan ist, so, aber gemacht ist eigentlich in dem Sinn. Gemacht ist noch gar nicht. Noch nichts. Jetzt heisst es zuerst mal Tour. Natürlich, ich meine, mit dem Album werden wir, werden dann auch noch Videos machen und Zeug und Sachen. Es sind schon ein paar Sachen an. So. Ja. Ganz geile Sache. Also sind wir sicher erfreut, das zu hören und gespannt, was kommt. Ja. Danke vielmals, Fratelli Birkandro und Flap. Dir.